Guten Abend. Dass der Orangensaft oder überhaupt Fruchtsaft ständig an Beliebtheit zunehmen, ist eigentlich gar nicht so erstaunlich. Sie löschen ja nicht nur den Durst auf erfrischende Art, sondern sie versorgen uns gerade auch noch mit Vitaminen und schauen dafür, dass wir munter bleiben. Hier im Hochland von Sao Paulo in Brasilien mit Millionen von üppig grünen und fruchtbaren Bäumen liegt die Heimat des Coop Orangensaft. Rund 10 Monate im Jahr dauert die fast ununterbrochene Pflücksaison, die für Tausende von Menschen Arbeit und Lohn bedeutet. Per Schiff, Bahn und Tankwagen kommt der konzentrierte Saft dann in die Schweiz und zu Coop, wo er nach einer sorgfältigen Eingangskontrolle aufbereitet, schonend pasteurisiert und auf dieser Hochleistungsanlage in die praktische Purepack abgefüllt wird. Neben dem Orangensaft offeriert Ihnen Coop natürlich noch weitere fruchtig frische Durstlöscher. Unter anderem der neue Tropical Nectar aus der Fitnesslinie. Er hat 50% weniger Kalorien und ist paradiesisch gut. Abwechslung haben die Coop-Bäckermeister schon immer gross auf den Brotkorb geschrieben und ihn jetzt gerade durch weitere Sorten ergänzt. Kernenbrot heisst die kräftig aromatische Neuheit. Backen wird sie aus Roggenflocken, Weizenschrot, Sonnenblumenkerne, Dinkel und Leinsamen. Und wenn Sie ein Brot mit einer knusprigen Kruste und einer lockeren Krumme schätzen, dann kann ich Ihnen das Kernenbrot wärmstens empfehlen. Auch bei den gefüllten Teigwaren aus der Coop Traiteur-Abteilung hat es Neuheiten gegeben. Ab sofort können sich die Liebhaber von diesen Spezialitäten, die in nur 3 Minuten parat sind, auch mit Tortellini mit einer Ricotta-Spinatfüllung und mit Ravioli aus Vollkornmehl und einer feinen Gemüsefüllung verwöhnen. Guten Abend. Drehschnitzel gehören sicher zu den beliebtesten Wildspezialitäten und dank ihrer kurzen Koch- und Vorbereitungszeit unbedingt in unsere Reihe der à la Minute-Rezepte. Am Aufwand entsprechend habe ich zuerst mit den Zutaten, die in der Coop-Zeitung aufgeführt sind, einen Spätzleteig gemacht und portionenweise durch ein Sieb ins kochende Wasser gestrichen. Schneller geht das natürlich mit fertig gekauften Spätzle. Der Rosenkohl darf auch nicht vergessen sein, nehmen Sie frische oder tiefgekühlte. Drehschnitzel beidseitig würzen, dann auf jeder Seite 1 Minute braten, rausnehmen, den Brotsatz mit einem Dezi Weisswein ablöschen, einen Teelöffel Maizena mit Cognac anrühren, mit dem Rahm dazugeben und würzen. Das Fleisch kommt dann nochmal zurück in die Soße zum Warmwerden, bevor Sie es mit den Spätzle und mit dem Rosenkohl auf den Tisch bringen können. Morgen gibt es bei Coop wieder interessante Angebote zu Aktionspreisen. Hier ein paar Beispiele. 30 Franken weniger kostet jetzt bei Coop der Satrap-Luftbefeuchter. 3 Portionen Knorr-Stocki bekommen Sie für nur 3,60. Der Liter Rivella Rot oder Rivella Blau kalorienarm für nur 1 Franken. Und 500 Gramm ausländische Brüsseler Chicorée für nur 1,50. Und zum Frühstück offeriert Ihnen Coop einen köstlichen Butterzopf für nur 2,40. Und das ist das Coop-Jubiläumsangebot, 500 Gramm Jubilor Vakuumkaffee für nur 4 Franken. Das waren die Informationen von Coop. Alles weitere morgen in jedem Coop-Laden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.